Was? Ich weiß nicht, wo der ist. So, sag an. Okay, bloß nichts falsch schreiben. Central, halt die Schnauze. Das ist eine 4. Ja. Eine 9. Ja. Eine 3. Ja. Eine 2. Ja. 6. Ja. 0. Ja. 5. Ja. 8. Hat er gedacht? Okay, ich frage, wo wir drauf schießen. Indeed. Oh. Also wir können Riss Prime, aber das bringt halt nichts. Wir können natürlich auch random Spieler bombardieren. An das, daran habe ich halt gedacht. Da ist halt eine Dreiergruppe gerade, da ist auch einer von gesucht. Wo denn? Ich finde ihn gerade nicht. Unten rechts bei Ripper Alley. Ah, da, okay, dann baller doch direkt da drauf. Direkt da drauf. Da drauf, Junge. Bestätigt. Aber wie sehen wir das jetzt? Wie kommen wir am besten wieder raus? Fast Travel zu meinem Camp, oder ne? Dauert ja, bis das ankommt, glaube ich. Ja. Yep. Zu deinem Camp und dahin wollen wir nicht noch closer hin. Ja, ja, geht auch. Zum National Isolated Radio Array. Warte, ja, das kommt. Steig da über. Ja. Ich will was. Ich kann ja fast through Animals nehmen, oder? Da gehen die Treppe nach unten. Du hast dich direkt weggeportet, die Boys. Nachvollziehbar. Ja. Macht ja keinen Sinn. Okay. Ich bin hinterher gefasst. Ja, die sind auf der anderen Seite des Blast Radius. Nuklearer Abschuss registriert. Ja, das war doch mal was. Oh ja. Steht da, wann sie einschlägt? Ja. Wie lange? 20 Sekunden. Toll, ich bin auf dem Ladebildschirm. Ja, ich weiß jetzt zum Glück, wie es aussieht. Hi. Gut, in welche Richtung müssen wir? Warte aus, Richtung Süden. Wir sind ziemlich am Rand des Blast Radiuses. Aber noch weit genug weg, ja? Ja, wir sind noch nicht drin, aber wir sind ziemlich nah dran. Wurde ich Angst. Da kommt sie. Oh! Dios mio! Tja. Damit Typ, der da so ein Camping gestellt hat. Ja, ab in die Power-Rüstung und hinter. Keine Power-Rüstung. Ab in den Schutzanzug und hinter. Hab keinen Schutzanzug mehr. Red X rein und hinter. Ich weiß nicht, ob es das bringt. Natürlich. Hast du noch einen Schutzanzug? Naja. Ich hab auch leider keine Power-Armor mehr. Quest abgeschlossen, Tod von oben. Ja, ich hab noch Red Shields. Los geht's. Leuchtender Mutantenhund. Mein Red Shield bringt gar nichts. Das kommt halt ein Selbstmörder. Jetzt geht's los. Die Strahlung ist excessive, ja. Oh!
Scheiße, die Zacke. Ich habe ein Strahlungsproblem. Ionisiertes Fleisch. Auch nicht schlecht. Ich habe ein Strahlungsproblem. Gott, right away. Noch ein Wedge Shield. Muss gegenarbeiten. Ja! Hauptsache sogar die Bäume stehen noch in diesem Grafikfehler. Nee, Zwielichtsaft. Radioaktive Pflanze ist wieder verfallen mit der Zeit. Du zu einem Labor schützen, Exemplare wertvoller haltbaren Gegenstand. Okay. Ich bin zugedröhnt mit. Ich weiß gar nicht was. Gibt seltene Pflanzen-Shit. Ah, hier kann man diese Kobaltflugsachen und so sammeln. Womit du Fusionskerne und Orbitalstelle bauen kannst. Praktisch. Tja, willkommen beim Endgame, ne? Relics, ich mir eingeworfen habe. Ich bin in der Power Armor und krieg ordentlich was rein. So, ich gehe mal Richtung Ground Zero weiter, ne? Ja, ich folge. Jetzt haben wir noch keine überkrassen Kreaturen gesehen. Ja, außer die Spumbutanten, meinst du? Ja. Erdbeere. Finde ich aber krass, dass man das doch vergleichsweise schnell hinbekommt. Hier ist Ground Zero. Was genau in der Mitte? Ich bin ein bisschen enttäuscht darüber, wie wenig sich die Umgebung ändert. Ändert, genau. Und ich wüsste jetzt auch gar nicht so hart, was einem das hinbringen soll. Mein Yellowcake-Flux, diese seltsamen Sachen sind halt wahrscheinlich irgendwie interessant und selten. So vergammelt die nicht sowieso irgendwann? Ja, darum soll man sehr schnell vercraften, wenn man so, wenn man noch nicht fertig ist. Weil dass sich nur das Wetter verändert, ein bisschen Strahlung kriegst und ansonsten nur ein paar Gegner OP werden, finde ich das ein bisschen schwach. Hm. Muss ich ehrlich zugeben. Ja, stimmt voll. Sorry. What happened? Ich würde sagen, wir haben den Jungs ein bisschen den Spaß versaut. Ach Quatsch, das waren wir nicht. Leider nicht, nee. Ja, das wär's, ne? Und die anderen Boys erkunden hier auch. Ja, ich weiß. Den haben wir ja Feuer unter mir gejagt. Hatten die echt ihr Camp hier? Das weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus, wenn die da so zusammen waren. Schlecht. Ja, komm, wenn man schon mal den Nuke abfeuert, muss es auch auf irgendjemanden sein. Das bringt ja alles nur diese Flugsressourcen, das ist ja mega lame. Tja. Ich will irgendwie ein seltenes Erz, aus dem ich mir eine Weltraumrüstung bauen kann oder so. Ja, ich habe die anderen gefunden. Nice. Derjenige, der den Nuke gezündet hat. Wissen die aber nicht. Man hat's gesehen. Hat man's gesehen? Ja, also nach dem Motto, Chase is known to the Nuke.
Das haben die sich nicht gemerkt. Wahrscheinlich nicht. Alle in Strahlenschutzanzügen. Ja. Außer ich hab keinen mehr. Ich laufe so rum. Sollst du mal ein Redaway einwerfen nebenbei? Ach, meinst du wirklich? Ja, meine ich. Wie gesagt, ansonsten ist das relativ disappointing, meiner Meinung nach. Ja, stimmt wohl. Medics is now wanted. Ist einer von denen uns? Nein. Oh, da hinten ist welche. Medics? Ach, da sind noch welche. Ich werde jetzt nicht hingehen und die Typen erschießen, aber. Mal vorbei. Ich weiß nicht, ob ich so in. Verfassung dafür bin, um ehrlich zu sein. Was? Alle im Schutzanzug. Außer ich! Das aussehen muss, ein Typ ohne Schutzausrüstung. Ich will halt einfach nicht irgendwie so ein Fima finden jetzt. Ich meine, ja, aber Westtech waren Dinger, aber so. Devil's Backdoor. Komm, hier ist doch bestimmt Gegner. Die ich nicht besiegen kann, weil ich wahrscheinlich an Vergiftung sterbe. Sagen wir so, ich hätte eigentlich schon längst sterben sollen. Ach, Quatsch. Ja. Es ist ganz nett und so. Ich finde das enttäuschend, muss ich zugeben. Bei dem Trailer so. Ach, Karottenblume. Hier ist schon wieder alles normal, oder was? Ja, gehen wir wieder weiter ins Gebiet. Tschüss. Noch sind wir im Gebiet. Ja, aber offiziell ist hier anscheinend schon kein Blut mehr. Ich habe was gefunden, was du vielleicht finden wolltest. Also nicht unbedingt vielleicht das, was du finden wolltest, aber ich habe was gefunden. Okay, reicht dir das? Bin unterwegs. Meine Ankunft verzögert sich. Naja, hat nichts mit Slash zu tun. Schade. Eher so ein bisschen Ocean Man. Oh. Zumindest etwas, würde ich sagen. Ja, das ist korrekt. Oh Gott, ich muss hier hoch. Aber es geht nicht. Wo ist ein anderer geblieben? Ja, ne? Der war hier. Hinter dem Truck. Ah, da ist er auch noch. Backt rum. Schieß mal auf den Truck. Hi. Keine Munition mehr. Du bist ein Glühdrüssel erkrankt. Help! Kannst du bitte schießen? Ja. Oi. Habe ich einen Brechenpack zu tun? Dass die Plasma von dich trifft und keinen Schaden macht? Ich treffe, aber ich mache keinen Schaden. Ja, dann hast du gleich mal dich. Okay, ich würde sagen, back to base. Ich hätte schon ganz gerne irgendwie hier mal getötet jetzt. Ja, ich habe nicht genug Ready, um das durchzuziehen. Okay, dann tja. Das war das Fix. Atomarer Abfall. Gibt's ja ein gutes atomarer Abfall, ey.
Ja gut, dann back to base. Er kommt. Es ist jetzt zwar wieder richtig typisch ich, aber ich finde das halt echt enttäuschend. Ja, es ist wohl korrekt. Oh, ich bin offiziell aus der Zone raus. Oder der ganze Verleuchtnis gut dabei, auch nicht schlecht. Ist dann auf einmal gar nichts mehr, oder wie? Also, die Atmosphäre ist immer noch, aber halt... Pretty much ist ja dann nichts mehr. Praktisch. Ja. Hau. Hast du.